etwas vom Geilsten, was es gibt, um da unterwegs zu sein mit ihnen. Ja, etwas, was ich mega cool finde, das ist das Podcasten. Das ist so ein Projekt, das eigentlich niemand grosse Ahnung hatte davon, aber wir wussten, wir wollen dir mal etwas ausprobieren. Und dann hat es einen Jugendlichen gemeldet und gesagt, mal, da bin ich auch dabei, das würde mich interessieren. Und dann das zusammen ein bisschen experimentieren, etwas herausfinden, dürfen Fehler machen, dürfen lernen. Das ist so etwas, was mega cool ist. Zum Teil, wenn ich da mega coole Ideen habe, was man so mit den Jugendlichen machen kann, dann mache ich das natürlich zum Teil auch mit dem Götti-Mädchen, genau. Und das sind so Sachen, die ich dort profitiere. Andere Sachen, die ich mit heimnehme, eben so ein bisschen, es ist halt ein Beruf, der zum Teil sehr mit dem Hobby zusammenfließt, oder? Es gibt mega viele emotionale, schöne Momente. Also ein schöner Moment ist, wenn zum Beispiel Jugendliche kommen, die sich noch für den Beruf interessieren, die sagen, hey, ich bin da so geprägt worden für mein weiteres Leben, ich möchte irgendetwas machen, was ich hier auch mitbekommen habe. Ja, es ist ja meistens ein Nehmen und ein Gehen. Und auch von den Jugendlichen kann man mega viel auch von einem Lebensgefühl lernen, wo man vielleicht auch im Alter drin sich verkopft und denkt, das geht manchmal so nicht. Und dann ja, manchmal geht es eben gleich und dann hat man einfach eine gewisse Meinung, die man festgefahren hat, wo man dann wieder loslassen kann. Und das lerne ich durchaus sehr viel von Jugendlichen, ja.